So, jetzt aber hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craftomation. Ich muss mich in letzter Zeit übrigens viel an die Spielnamen gewöhnen. Ihr auch? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Werden wir es heute schaffen? Und wie funktioniert das, wenn wir hier unser erstes großes Lager aufbauen? Das seht ihr in dieser Folge. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los, indem wir erstmal von Hand ein Lager craften. Und da ist es ganz gut, ne, wenn ein Roboter immer uns auch die Vorressourcen bereitstellt. Wir könnten aber... Nee, wir brauchen erst das Lager, sonst wird das zu kompliziert. Also, wir brauchen erstmal einen Eisenbarren. Ist fast zu langsam, ne? Da brauchen wir noch einen. Da brauchen wir ein Stück Stahl. Dann brauchen wir dit. Daraus machen wir Sand. Aus dem Sand machen wir Glas. Und daraus machen wir eine Lagerkiste. So, die packen wir... packen wir mal hier hin. Oder auf halbe Strecke zwischen... Auf halbe Strecke zwischen Eisen und Kohle wäre vielleicht auch nicht schlecht. Naja, wir überlegen mal. So, der ist nicht ganz schnell genug. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir das noch irgendwie beschleunigen können. Von ihm müssen wir immer weiter laufen. Sollten wir also im Auge behalten. Okay, so. Also, heute bauen wir ein Lager. Und ich habe ja gesagt, ne, jeder Schritt oder jeder weitere Schritt. Hier machen wir erstmal den Eisen, dann machen wir hier Stahl oder so. Jeder weitere Schritt soll abgebildet werden in einer Kiste, aber nur mit einem Roboter. Wir haben aber einen sehr komplizierten Vorgang, in Anführungszeichen, die ganze Zeit hier drin, nämlich das Feuer machen. Wir werden für alles Mögliche immer wieder Feuer brauchen. Das heißt, dafür brauchen wir eine Funktion. Die würde ich als erstes programmieren. So. Nennen wir mal Feuer machen. If vorne frei. So. Gut. Das war wieder weg und nehmen uns den nächsten Roboter. Der soll Eisenbarren machen. Ja? So, mal erst den ersten Check. Warum nicht? Ist egal, wo wir den einbauen. Und dann sagen wir Go to Point. Hier unten, wo das Eisen ungefähr rumliegt. Find and Pick. Falsch. Ist schon falsch. Haben wir schon falsch gemacht. So. War nochmal. Also Essen fassen klar. Und dann Funktion Feuer machen. Die müssen wir jetzt nämlich bauen, weil wir müssen erst, weil wir für das Feuer machen, brauchen wir zwei Hände. Und wenn wir da schon was reingelegt haben in die Hände, kann das natürlich nicht mehr nehmen. Das wäre natürlich doof. Ne? Und weil wir nicht doof sind, machen wir das schlau. Final Pick, Combine, Final Pick, Combine. Soweit, so gut. Stein suchen, Stein suchen. Dann Kohle suchen und dann hat er ein Feuer in der Hand und dann sagen wir Go to Point. Nee, er soll nur Feuer machen. Er soll nur Feuer machen. Never mind, er soll nur Feuer machen. Gut, dann hat er Feuer in der Hand. So, also wenn er hier kommt, an der Ausgabe hat er Feuer in der Hand. Habe ich schon erwähnt, dass er Feuer in der Hand hat? So, dahin. Find and Pick. Bitte. Combine, drop to, hier, to idle. Das müsste es gewesen sein. Los geht's, sofort testen. So, er geht jetzt in die Schleife, wo er hier in der Feuermachenschleife ist. Gucken, ob die funktioniert. Der nimmt die Kohle. Dann geht er zur Go-To-Point. Und schmeißt da rein. Sehr gut. Das ist also jetzt unser Eisenmacher. Das war jetzt noch relativ einfach. Jetzt wird es noch komplizierter. Jetzt wollen wir Stahl machen. Da überlege ich gerade, wie wir das am schlausten anstellen. Also ich würde sagen, wir kopieren zunächst mal den Eisenmacher. Ich weiß auch nicht, warum er immer das Programm durcheinander schmeißt. Das hier ist der Eisenmacher, genau. Den kopieren wir auf den Roboter. So, bis dahin macht er das Gleiche. Er soll einen normalen Eisenbarren herstellen.
Den da reinpacken. Dann muss der das aber zweimal machen, weil wir brauchen ja noch einen weiteren Eisenbarren, damit wir nicht hier plus, also das Netto, Brutto-Netto soll hier immer einer mehr landen. Wir können sowieso noch nicht machen, wir müssen erstmal eine Kiste bauen. Sollen wir eine Kiste bauen? So, das wird dann die Stahlkiste. Und der hier ist fast zu langsam, ne? Da müssen wir ab und zu mal nachfüllen. Aber ich will jetzt nicht für jedes einzelne Feuer einen einzelnen Roboter haben. Gut, also. Dann, genau, da erstmal in die Kiste packen. Dann Essen fassen, Feuer machen. Dann wieder Go-To-Point, Find and Pick, Combine. Go-To-Point wieder hier unten, meinetwegen. Find and Pick ist wieder Eisen. Kombinieren. Und jetzt soll er den Eisenbarren, den er eben ja gebaut hat, wiederfinden. In der Kiste liegen. Und ich erkläre auch gleich, wenn ich es nicht vergesse, warum wir nicht Pick from machen. Das hat einen bestimmten Grund und der ist sehr trivial, aber trotzdem sehr ärgerlich. Combine, dann wird aus dem Eisenbarren mit dem zweiten Eisenbarren dieser Stahlplattenbarren-Dings und dann drop to in diese Kiste und repeat. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was er so macht. Und da sehen wir schon, er holt sich erstmal hier zwei Steine. Keine Ahnung, warum der Steinhaufen hier gemieden wird. So, dann hat er jetzt ein Feuer gemacht. Jetzt nimmt er ein Stück. Schmeißt das da rein, so als Zwischenlager. Schawupp. Geht wieder hoch. Holt sich noch eins. Macht sich noch ein Feuer. Kombiniert das. Holt sich noch ein Eisenerz. Brocken. Top. Nimmt sich jetzt den raus, den er eben genommen hat. Und schmeißt den da rein. Perfekt. So. Das war eigentlich schon fast alles. Okay. So, das gleiche Prinzip könnten wir jetzt weiter anwenden, aber wir haben keine Roboter mehr. Was machen wir denn da? Wenn wir keine Roboter haben, wir holen uns welche. Zack, zack, zack. Und jetzt machen wir wieder unseren Trick hier. Wir machen das einfach mal kurz an. Holen den Roboter raus. Und wir kriegen hier ein neues Rezept. Aufgeladene Stahlplatten. Aber jetzt noch nicht. So, dann brauchen wir noch einmal eine Kiste. Praktischerweise haben wir jetzt schon eine hier. Also eine Stahlplatte zumindest. Und ich würde mal sagen, die packen wir hier hin. Und wir müssten mal gucken, dass wir jetzt einen Roboter bauen, der... Nee, wir packen die mal dahin und wir bauen jetzt einen Roboter, der nur Glaslinsen baut. Das macht der kleine Kerl hier, würde ich vorschlagen. Sollen wir das Feuer anlassen? Nee, ne? Wir machen jetzt mal Glaslinsen. Okay, also wir Essen fassen. Dann Feuer machen. Der braucht ja ein Feuer, um aus der Erde... Ach, das ist blöd. Wir müssen, glaube ich, doch erst eine Sandkiste bauen. Oder? Wir gucken mal. Also. Find and Pick. Erde. Combine. Ja, und jetzt können wir halt nicht irgendwo ein Feuer hernehmen und daraus direkt Glas machen. Das heißt, wir machen... Ja, wir machen eine Kiste mit Sand, die packt der dann halt voll. Dann machen wir das so. Ist okay. Dann kann der andere Roboter dann wieder eins dazu packen, eins rausnehmen. Dann machen wir das immer nach dem gleichen Schema und dann kommen wir auch irgendwie hoffentlich nicht durcheinander. So, also Drop to hier hin und dann to idle. Ist das richtig? Feuer machen, verbrennen, Kiste schmeißen, repeat. Müsste stimmen. So, dann holen wir mal oben das Kerlchen mal da oben raus. Und der soll dann ganz schön frech, ne? Muss ich schon sagen. So, der soll dann hier unsere Linsen bauen. Oder wie auch immer, was sind das?
Ja, Glasscheiben, Linsen, keine Ahnung. So, das heißt, der macht das gleich wie der Sandroboter erstmal. Da warte mal irgendwo, wo der rumflitzt, der Sandroboter. Da ist er. Wir kopieren das Programm von dem Sandroboter in den. Dann klicken wir den an. So, der macht dann nicht to idle, sondern der macht wieder Essen fassen, vorher machen. Find and pick. Combine. Erde. Kombinieren. Dann hat er wieder einen Sand hergestellt. Nee. Wir wollen ja netto plus minus null rausgehen hier, ne? Das heißt, er soll Feuer machen. Dann soll er Sand suchen. Das kombinieren. Und dann das in die Kiste packen. Huch. Drop to die Kiste. Und repeat. Gucken wir an, ob es klappt. So, das heißt, der macht einen Sand, legt den aus der Hand in die Sandkiste, damit er nicht die andere Kiste leer zieht, sondern dass auch die Kiste immer voller wird. Das ist so die Denkweise, die ich dahinter habe. Wo ist er? Ihr seht das übrigens immer, welcher das ist mit dem kleinen weißen Pömpelchen drunter. So, er legt jetzt einen Sand da rein. Das ist seiner, ne? Den hat er schon da reingelegt. Und der Denkfehler, glaube ich, bei mir war gerade, wir mussten für das Eisen ja zwei nehmen. Hier brauchen wir nur einen Sand. So, jetzt macht er wieder sein Feuerchen. Und, hä? Habe ich gerade aus Versehen das Programm gelöscht? Oh. Sehr gut, Gardarul. Mensch. Das ist ja, da müssen wir nochmal machen. Das tut mir leid. Ich bastel das gerade nochmal eben rein, ja? So, müsste eigentlich jetzt passen. Dann gehen wir nochmal rauf. Er hat sich auch resettet. Das heißt, er müsste jetzt nochmal wieder, ne, Feuer machen. Also Feuer holen. Feuer machen, wie auch immer. Den Sand ausbuddeln. Sand in die Kiste legen. Ja. Dann noch ein Feuer machen. Zack. Und ja, dann ist die Frage, ob man jetzt zum Beispiel sagt, wir packen dann eine Kohlekiste hier oben hin, dann Roboter nur die Kohle rüberschleppen. Aber das ist irgendwie, das wird dann zu viel hin und her. Jetzt nimmt er den Sand raus, kombiniert das und da ist unsere erste Scheibe. Und die können wir dann abliefern. Hier. Aber wir craften ja damit. So, jetzt, während er das baut, haben wir ein bisschen Zeit, um mal zu gucken. Hier, das läuft alles so ganz knapp immer. Wo müssen wir hin? Wir müssen in die Richtung, da ist Kupfer. Ja, wir müssen hier nach oben. Das heißt, unsere Expansionsrichtung ist in diese Richtung. Da ist der nächste Roboter, den wir dann bauen oder bauen könnten. Da müssen wir mal gucken, aber das Rezept schon. Müssten wir eigentlich schon haben, das Rezept. Für den Körper, Batterien. Okay, ja, dann müssen wir gleich mal gucken. Ich kriege aber erstmal einen Roboter dazu. Und bis dahin können wir mal schauen, sind hier irgendwo noch Roboter, die wir ausfrieren können. Da oben ist noch einer. Wir haben eine Batterie, da würden wir, glaube ich, das Batterierezept bekommen. Hier sind nochmal Roboterkörper. Aber wir haben nirgendwo eine Kiste mit Roboterköpfen. Doch, da. Könnten wir uns natürlich irgendwie holen, aber ist ja ein bisschen cheesy dann, ne? So, wir machen mal da ein Feuer hin. Und da. Und da brauchen wir Roboter, die das dann auch befeuern, weil hier oben die Steine, die werden auch immer knapp. Ich würde aber jetzt sagen... Ja... Da kämen die Batterien dran. Ja, also wir sollten uns jetzt ein bisschen darauf konzentrieren, zu versuchen, dass wir Roboter bauen. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch weitere Kisten. Denn wir brauchen als nächstes mal, packen wir mal da hin. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir sie da einpacken. Wir brauchen als nächstes dann Magneten. Wie stellen wir Magneten her? Wir nehmen einen Eisenbarren. Wir nehmen ein Eisenerz. Da kommt ein Magnet raus. Und aus einem
Magneten kombiniert mit so einem Blech kommt so eine aufgeladene Platte raus. Und diese aufgeladene Platte da, die in Verbindung mit ich weiß nicht, Eisenbarren? Nee. Ich weiß nicht, was es war. Stahlplatte auch nicht. Das finden wir raus. Müssen wir ja. So, hier ab und zu mal gucken, ne, dass dieses Lager voller wird, statt leerer wird. Weil sonst müssen wir einen zweiten Roboter einstellen, der da die Sachen sucht. Ist auch ganz wichtig, ne? So eine Sache müssen wir auch mal im Blick haben. So, wir machen hier mal weiter. Aber schon mal die Hälfte und dann können wir da die nächste Sache erforschen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Hier ist der Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Gartro Plus als Dankeschön für eure tollen Unterstützer dort auf meiner exklusiven Seite. Link in der Videobeschreibung.